in Zoller. Ich freue mich, dass wir kämpfen, ja, so wie es war, nach einem Kloß haben. Wenn wir hier nicht, vielleicht nicht viel Typ sind, aber besonders an gedacht und über den Laufwahn, wo wir kein Typ sein und wo wir kein uns so ineinander abbiegen. So, wir wollen uns hier so nach Wara wieder eine Kloß verführen von den Katechismus. Und das letzte Mal, als wir den Katechismus übergehen, deuten, das letzte Port, dann gingen wir über die Töberrettung an dort Port, wo Jesus deut, um die Rettung durchdehnen. Und wo die verschiedenen Frauen wären, und wir uns dort einmal ganz klar durchstellen deut, wo wir können frei sein, und auch wo Jesus den Weg paving deut, für unsere Sünden zu vergeben. Und so, dass wir für mich ein ganz interessantes Port von dem Katechismus, was in der Bibel genommen ist, und auch besonders ein Teil von den Verzweiflungen, oder können wir sagen, vielleicht die Dinge, wo wir uns am Film so feiern, wo wir nicht wollten, dann half Gott ans wirkliche Rat, oder würde krank ist, oder kann wir das wollten und so. Und ich glaube, dort wird das Thema ziemlich klarstellen. Und so, und von der sind wir bei einem anderen Port, und wo wir von der sind, und dort ist, wir sind bei einem Port, von wo das sagt, wo Gott zu Mose das Gesetz geben wird, das Tiengebet. Und das sind auch ein ganz interessantes Tiengebet. Und wir wollen, glaube ich, von der nicht alle ever gehen, aber wir wollen in Ängste hinein gehen, und dann werden wir Luther, der nach ganz sein Vorrecht mehr. Muss ein Bewit, wir wollen von der kommen. Aber wir wollen in Ängste hineingehen und dann sagen die, nur ganz vorrichten werden. Das interessante Ding, was ich noch nicht gemerkt habe, und erst euch manchmal wird das, von einem Bürg waren, waren lesen, dann merkt einer manchmal Dinge, was einer vielleicht nicht gemerkt hat. Und die Überschrift von dem Engel, das sagt hier, das ist von der Verhaltung an Adam und den Väter vor dem Gesetz. Aber dann, nie sagen wir bei dort, Port, wurde gesagt, von dem Gesetz als ein Zuchtmeister auf Christus. Das ist, was ich noch nicht gemerkt habe, als ein Zuchtmeister. So, das Gesetz, das wird gejäft als ein Zuchtmeister, können wir sein als ein Trachwieser, oder können wir sein als eine Rechnung, oder können wir sein als irgendein Wiesen. Dann sagt er in der Überschrift von dem Katechismus, sagt, Bad Christus. Und so, das interessante Ding hier ist, dass dort, von da an wird Christus appiert wie, du wirst gesagt, ganz erfüllt. Du dort hat er ganz erfüllt. Wir werden von der Wasser Gedankes ans hier nennen führen, würdet gesagt, aus dem Zuchtmeister wie, tötet Volk Israel. Und dort, wie von der in anderen Köpfe sein, und wird es einen anderen Zuchtmeister haben. Und dort ist, wir haben von der den Helden Jesus, wird in uns Band wohnt, und dort ist, wird uns regieren, und dort ist von der ein Zuchtmeister. Der wird uns ankennen, wenn wir auch gehen, und so wieder. Und in den Zuchtmeister macht wir horchen. Und dort ist, dass wir bereichte Boden blieben. Aber das andere Ding, was das Gesetz dort, das ist hier ein Gebäuden dort, dort dort uns auf einmal durchstellen und dort durchwiesen, dort wie niemals die nur kommen kann. Dort uns eh nicht fleucht, dort wie kann auch euch nur kommen. Und wenn wir ein Gebet nicht hören, dann sagen wir dort ganz schuldig. Und du willst Jesus Christus kommen, um dort heute alles können betonen. Wir können die Gebeten gleich hören. Wir haben, wenn wir einmal würden, was andere getan haben, dann bringt das eine Vergebung und von dieser Vergebung bringt das Jesus Christus und dort hat wird Fehler. So von der war wir da erkennen, wo diese 10 Gebeten sind und würde auch von der nach vor uns ein Wert haben. Die erste Frau ist für diese 10 Gebeten, das sagt Jesus, das, wodurch hat Gott das Volk Israel vor Christi Zukunft unter der Sucht gehalten? So wo hat Gott vor Christus das Volk Israel in eine Sucht gehalten, aber können wir sein in Ordnung prüfte hell. Na, wir wissen, dass das Volk Israel lang nicht einmal in Ordnung blieben dort, in sie wieder. Und so, und dann sagt dann sie hier wieder, das würdet wir. Er sagt, er gab ihnen das Gesetz durch Mose. In Sonderheit gab er ihnen
die 10 Gebote auf dem Berge Sinai in 2 steinernen Tafeln geschrieben. So, Gott, der will das Volk Israel trachwiesen, trachhalten, rachhalten, dass es soll am Reich der Weich gehen. Durch dort gibt Gott das Volk Israel durch Moses, gibt er ernte 10 Gebote. Am Berg Sinai. Wenn wir nach ein bisschen Trädenken dann, dann wird wir dort, dass das Volk Israel wie Gruz von Stetski der Ägypten Rüte kommen, aus Gott ernt diese Gebote geben dort. Moses, der hat das Volk Israel in Ägypten rüht, sie werden durch das Meer gegangen und dann werden sie in Ängste gegangen. Und dann geht Moses durch den Bäumen ab und er betet, und du hast Gott am Akschi beten und du hast Gott am den 10 Gebeten. Aber, willst du noch lange dienen, das Volk Israel, das fängt Fuß auf. Was bedeutet? Das fängt rein Fuß an, weil er sich ihre eine Aufgabe zu merken. So, was sie deuten, als sie deuten Gold oder Uhrenbaum und so wieder Topsommel und merken einen Kauf davon und fängt dann an zu beten. Es muss es dann draufkommen, für vier, er sich so sah, und er actually schlicht die 10 Gebeten und zwei, die erste 10 Gebeten. Und er kann es meist nicht glauben, dass das Volk so aufgekommen wird. So, und hier kann es sein, dass Gott brückt diese 10 Gebeten zum Volk Israel in Suchhelm. Und er schreibt er ab Steinern. Und so, nicht gut, wie dann eben nur diese 10 Gebeten, das sagt er, der fragt er wieder, fragt er, was lauten die 10 Gebeten? So, was schwer ab diese 10 Gebeten? Das sagt Jesus das. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt habe. So wird Gott hier das ganz erste Ding und eine ganze Klarheit merken, wer er ist. Heu ist der, was in das Ägyptenland geführt hat. Heu ist der, was in das in den Sklaven da ins Ritt geführt habe. Heu erst ein. Heu sagt, Axan des Gott. Axan, was du tun hast. Und so, dort wird das ganz erste Ding, was Gott von reden da, dass heu diese 10 Gebote geben da. Und ich denke, dort hat man vielleicht mal ein paar Dinge zu tun. Und dort hat man zu tun, dass das Volk Israel soll haben wollen, dass sie am rechten Weg hier. Das schien sich immer so zu sagen, dass das Volk Israel immer in Trübel dort einmal wohl auflegen. Und aber mein, wenn ich sage, dass das Volk Israel am rechten Weg, dann meine ich, dass das Volk Israel so wollen, dass wir Gott wird ernte hat geführt. Dass wir nicht mehr sitzen, so wieder, dass wir Gott wird ernte hat geführt, dass wir Gott wird mit ernte wir. Und am Anfang von dieser 10 Gebeten redet Gott das ganz erste über diese Weg zu ernte. Ich sage, der Herr ging Gott. Ich sage, der Herr ging Gott. Und das, was der Herr will haben, er will doch klar haben, in diesen 10 Gebeten, wer er Gott wird. Dann sagt er das erste Gebet. So, was ist das erste Gebet? So, das erste Gebet, das wird die erste Tour für mich, und dann das erste Gebet. Dann sagt er, du sollst keine andere Götter nehmen, oh, bitte mich. Oder die wir haben. So, du sollst keine andere Götter neben mir haben. So, du sollst keine andere Götter nehmen. Und das wir ein Ding, wo das Volk Israel immer war, ein Trübel hat. Der Trübel wird, dass das Volk Israel immer oft Götterien will haben. Und in der Wahrheit sagen wir, finden wir noch nichts anders. Wir haben von der auch viel mehr immer war oft Götterien. Und wenn ich sage, wir haben immer war oft Götterien, dann haft ihr mit dem, dass wir oft Götterien haben, wo wir dann auf einmal irgendwas höher achten als Gott. Oder uns als irgendwas wichtiger als Gott. Dann auf einmal dann habe ich auch wieder aufgetreten. Gott hat in seinen Gebeten dann gesagt, dass er will haben, dass er soll das Höchste sein in uns Leben. Und der Volk Israel muss heute auch denken haben, und er hat auch im Gebeten dann geschrieben, dass die Sachen keine andere Götter haben als mich. Und das wäre das ganz erste Gebet. Ich denke, dass für uns ist das finde ich auch wichtig, nur zu denken, dass wir immer waren und immer waren Gott das Höchste haben in uns Leben. Und na, was habe ich euch andere Dinge, was wir achten? Na, no, das ist nicht, was ich meine. Ich glaube, wir können da Dinge viel wird achten. Aber, wie man immer waren haben, klar haben, dass Gott ist uns Höchste. Gott ist der, was in uns Höchste soll sein.
Gott ist der, der uns regierende, denn heuwahl auch da sein, wird uns wohl ganz haben. Und heuwahl uns Gott sein. Und wir sollen keinen anderen Gott haben. Von der aus glaube ich, dass die fordert, dass wir auch vielmal den Feind von der unter uns Gott haben. Willst du wieder dem? Und dem, wem wir da in den Assens Gott. Und wenn wir, zum Beispiel sein, wenn wir ans Bürgerie da in den, dann kann dort aber mal ans Gott sein, oder irgendeine Dinge, das kann aber mal ans Gott wollen. Und Gott will haben, dort heuwahl haben, dort heuwahl ans Gott sein. Und er schreibt das ab, sie nie bei ihnen ab. Die sollen keine andere Götter haben als mich, bloß heuwahl der Gott sein. Dort andere Gebet, so das würden sie sagen, das zweite Gebet, über der Katechismus, das sagt bloß aus dem anderen Gebet. Und das ist ein ganz interessantes, das ist ein langes Schreiben über das Gebet. Aber wir wollen uns das mal ganz einfach mal einmal überlesen und dann werden wir hier was Bemerkungen über das merken. Das sagt dieses da, du sollst dir kein Bildnis nach irgendein Gleichnis machen, weder das oben im Himmel nach das unten auf Erden oder das im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, die Väter missetat an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen und tue Barmherzigkeit in viele Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. So, wenn wir hier den Hostig bekennen, dann soll ich hier so stellen, dass Gott hier noch einmal war, ganz klar, das betekent, dass das Volk Israel mit diesen Geboten wird heute zurückgeben. Und ein Ding, was ich noch mal sagen, ist, dass Gott gibt diese Geboten zu das Volk Israel. Er gibt diese Geboten nicht. Und dann können wir sagen, zu den Herden, nicht? Und von der wird es, wie Gott seine Kinder sind, das ansehen, das ist ein Gebet. So, wie sein das hier so steht, dass wir sollen uns kein Bildnis mehr oder kein irgendwo, was uns wichtig ist, was arm ist und so weiter. Und wir sollen uns kein Glücknis merken und so weiter. Und dann redet von dem Himmel bei ihr und so weiter. Und dort wir dort nicht anbeten dürfen. Und wir denken dann vielleicht so, wie sind die vielleicht Sinne, was dort nicht denn? Nicht? Wie sind die uns nicht Sinne, was uns dort denn? Dort wie irgend Dinge anbeten dann besieht Gott. Aber ich denke, das Volk Israel hat das auch das Problem, dass die viel mehr irgend oft Götterien anbeten dürfen oder sich irgend Images oder Bilder merken dürfen und die anbeten dann. Und vielleicht da wie dort von der vielleicht nicht so sah, dass wir uns irgend Bilder würden merken und so weiter, haben die anbeten. Aber ich glaube, das ist danach wichtig, dass wir lernen dann, dass ganz höchste ist ans himmlische Führer. Und der soll doch ganz höchste sein. Und den werden wir anbeten, den werden wir loben und den werden wir preisen. Und dort ist wichtig, dass wir dort dann und immer war dort dann. Und heute sagt Jesus das, heute sagt, dann ich sein der Herr. Und wenn wir uns denken dann, ein Haar, dort meint dort ein Haar, können wir sein in Wirt, wenn ein Wirt zu seinen Arbeiter sagt, das will ich so und so getan haben, dann meint das, dann soll der Wirt, der Arbeiter dort so dort tun. Der Haar hat dort gesagt, zu seinen Arbeiter. Dann können wir sein, der Wirt zu seinen Arbeiter. Und der Haar sagt, ich sein, jen Haar. Dort meint so viel, dort heuwahl ans Haar sein und heuwahl ans Regieren. Das, was dort meint das, heuwahl ans Regieren. Heuwahl ans Haar sein. Heuwahl ans Gott sein. Und er sagt, heu ist ein eiferer Gott. Und unterweg können wir sagen, heu ist ein jealous Gott. Heu ist ein aufgänziger Gott. Na wohl, die Bibel lehrt uns doch, wir sollen nicht aufgänzig sein und so weiter, nicht? Actually, in den Gebötenkrieg sagt er, Luther nicht gelisten, du warst Luther nach Nangon. Aber Gott sagt, er ist ein eifriger Gott. Und wo wir ihn auch denken, dass er ist ein eifriger Gott, das hast du wen mit dir, wenn er ist der Gott, wo trifft all die ihr. Und ist der Engel im Himmel, sich selbst ihr auf den Tod zu tragen, will er so ein eifriger Gott ist, schafft er nicht, dass die dann können im Himmel bleiben, dann müssen die zurück.
In Wirklichkeit, Gott traf all die Ehe. Und heute sagt er, er ist ein eifriger Gott. Aber dann sagt er, hier ist Hampton wieder, dann sagt er, der daheim sucht, die Väter Missetat an den Kindern. Und so, hier so, denke ich dann, okay, wo der wird daheim sucht, die Väter Missetat. So, wenn die Väter anrecht tun, dann wird er das Heim suchen und was das King und die Kinder. Und dann sagt er, bei dem dritten, vierten Glied. Und hier ist Janke mit mir ein klein bisschen ein paar Dinge über zu sagen. Wir haben viermal diesen Ausdruck gehört, oder ich habe viermal diesen Ausdruck gehört, dort der Führer sagt, naja, einmal die Rechenschaft aufgeben bei dem dritten, vierten Glied. Aber können wir sagen, dass ich bin verantwortlich bei dem dritten, vierten Glied. Ich habe sogar gehört oder vertraut mit älteren Eltern, vielleicht sind das auch Griffrasch oder ihr Griffrasch. Und dann sagen sie vielleicht, dass ihre Grötchenjahre oder ihre Grötchenjahre, dass wir da sind, vielleicht ganz in die Welt hineingegangen. Und sie haben das nicht schwor, dass sie nach Rechenschaft aufgeben, was in der dritten, vierten Glied und so weiter. Ich denke, dass wir machen auf einmal versichtig sein, dass in jeder einer der Wort für sich selbst bei Gott stehen. Ich denke, dort wird uns das meinen, dass hier viel Dollar, wenn wir die ganze Bibel zurücknehmen, denn dort meint, dass meine Frucht, die ich bringe aus dem Führer, kann bei den drei, vier Glied zusammen sein. Zum Beispiel, wenn ich von dir ein gottloses Leben führen darf, und dort kann leicht sein, da ich dort was mein Jung auch. Deswegen selbstverantwortlich. Du kennst eine Zeit, wo ein sein Kind selbstverantwortlich ist. Und dort kann dann sein, dass das Grötchen das auch. Und du kennst eine Zeit, wo das Grötchen auch selbstverantwortlich ist. Wir machen einmal so klar haben, dass wenn ich was sehen darf, dort jaft du auch eine Arnt. Und du jaft eine Frucht. So sagt die Bibel, verstehe, so sagt das ganze Ding, verstehe, dann sagt dort, so steht an, dort, was ich da, konnte sein sein, was in der Träne, in der vierten Glied. Vielmal habe ich diesen Ausdruck gehört, oh ja, den seine Großpapa will ein Prediger, so ein feiner Prediger, den seine Papa sagt, so das war dort noch ein feiner Prediger sein, nicht? Dann sei wir bei mir, was in der Träne Glied, samten eine gute Frucht in ihr Rundgegung. Und ich denke, für uns ist das wichtig, dass wir das lernen, dann, dass in jeder einer Wort vor Gott stehen. Wir waren allein. Da kann ich sagen, dass dort, wo ich gesät habe, haben wir einen Unterschied mit den anderen. Aber ab einem Tag, auf einmal, dann sind wir selbst verantwortlich. Und wenn ich die arreichste Frucht gesät, dann sind ich bei Gott verantwortlich für dort. Und dann kann ich von der Buße dann und ich kann Gott sagen, guck mal, ich habe alle die Frucht gesät und kostet mich vergeben, ich soll dort an und Gott verjagt uns. Da meint nicht, dass unsere Kinder, Grötchen, dann für zwei anbringen. Da kann das vielleicht würden, aber da ist wichtig, dass wir sein, dass ich sein verantwortlich. Und keiner von uns kann sein, naja, mein Papa hat mich so stetiliert, so, du wirst dir dann verantwortlich sein und ich kann dir tun, was ich will. No, wir können nicht. Jeder eine ist selbst verantwortlich. Und er sagt Jesus, und der wird mich hassen dann. So, wenn der Griffspapa Gott gehasst hat, die Grötzehn Gott hassen wird, oder können wir sagen, die Sehn Gott hassen wird, die Grötzehn Gott hassen, du kannst eine Frucht haben. Und so, wir machen hier Kicken, dort Gott will haben, dort heu will uns Gott sein, heu ist ein eiferer Gott, und dort du wirst folgen kommen, können wir sein, oder du kommst eine Arnt ab, wenn von immer wieder gerät oder schlachtet. Aber er sagt Jesus, und er gleicht, dass das Gebet schlitten wird, und mit dem Gebet, dass das hier schlitten wird, das sagt Jesus, und ich do Barmherzigkeit an viele Düsende. Ich denke, dass du sind ein Dorf, Väter, Grisspapas und so weiter, Grissmamas, da haben so eine feine, gute Frucht gesät.
In das von der eine große Barmherzigkeit, was Gott uns hat in der. Und viele Düsende. Dann sagte er, dein mir läuft han in meine Gebäude hören dann. Und ich glaube, das ist von der auch so, dass wir sind von der in der Gretchen, ja. Der haben gesehen, dass er Gris verarscht, der haben er der Gebäude gehören. Na, wenn es die Gebäude, was wir hören dann von der, kriegt das? Well, actually, in Korinther, der sagt dann so, dass all diese Gebäude, wenn wir das mal alle Töpfe nehmen, dann hast du das, hängen all diese Gebäude an ein Ding. Und da das dann läuft. Läuft als von der ein gerätet Port von diesen Gebeten. Wir wollen das Luther noch sagen, wo diese Gebeten und läuft hängen dann. So wie sein hieß es das, dass Gott merkt, dass er immer klar, dass wir Väter, wir können sein, die Kinder und so weiter, wir sind alle verantwortlich. Und dort heute uns auch sehnen will, wenn wir seine Gebeten hören dann. Heute wollen uns gern sehnen. Und du freuen wir uns da. Und diese Gelegenheit haben wir von dir, diese Gebeten zu hören und dort wir diesen Sehnen an euch erfahren können. Das nächste Gebet, das dritte Gebet, dort sagt, du sollst deinen Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott, der hat hier so in diesem Gebet auf einmal ganz einfach ein kleines Gebet gesagt, und dort ist, dass wir sie nun nicht missbrauchen werden. Von der ersten Tag wird Gott sie nun vielmehr aus dem Pfleg wird gebracht. Ich weiß nicht, vielleicht nicht alle Sprechen über euch. Vielleicht alle ein anderes Sprechen, mehr als ein anderes Sprechen. Das wird ja nicht alle wenig über euch nicht. Aber vielmehr wird Gott sie nun von der gemessbrückt. Gott sagt, dass wer sie nun missbrücken wird, der wird nicht angestraft bleiben. Der durfte nicht erbringen, dass er wird angestraft bleiben. Bitte, er hat Busse, nicht? Dann, wenn er Busse hat, dann ist er frei gesagt, nicht? Dann ist er los. Aber ich denke für uns, von der ist es doch wichtig, dass wir sie nun abheben denn, dass wir sie nun ehren denn, und dass wir ihn nicht mehr sprechen denn. Mir ankert Jesus das ein paar Dinge von zu reden, wenn wir denken dann und sie nun. Ich glaube, der Jehova Zeugen, der sagt, dass wir machen Krieg den nun Jehova brücken. Wie kenne ich wirklich Gott? Jehova ist Krieg sie nun. Und wie fängt das in der Bibel? Dort heißt Jehova Gott. Jesus Christus, Herr, Helle, Jes. All die Dinge, das alle, das soll es hier betegnen. Und das ist nun, was wir loben, das ist nun, was wir preisen, und das ist nun, was wir anbeten. Und wenn ich an denken, da, und wie dann Jesus sieht, eben sogar in Matthäus saß, wir sollen nach ihm kommen und so wie am anbeten. Und wir sollen am anbeten. Und dann sagte er, unser Vater in den Himmel, so Führer. Aber wo, wenn wir von der Beten dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch vielmal nach im Gebet, dass wir mal im Gebet haben, von wo wir bloß am loben und präsen dann. Am bloß mal loben und am präsen, für wer er ist. Nicht für was er alles tät. Und ich denke von der ersten Tag, wenn wir an Gott sich nun denken dann denke ich so, dass von der, wenn wir nun im Gebet kommen dann dürfen wir viel mehr im Gebet kommen wie noch arm, mit bloß einer Liste, wo uns alles fehlt. Und ich glaube, Gott will das kann nicht, wie sagen. Aber wir sollen nicht bloß mit so einem Gebet aus dort ankommen. Ich denke, von der ist es sehr wichtig, dass wir lernen, im Gebet zu kommen, in Arm zu loben, in Arm zu preisen. Ich denke, Gott will das haben, dass wir das tun. Und das, ich glaube, Gott ist es wichtig, dass wir am loben und am preisen dann. Sure, wir werden ein wenig freuen, das soll wir uns halten, und er wird mit uns gehen. Dort werden wir ganz klar, aber wir werden am loben und preisen.
Dort liegt es gerade auch wichtig, dass wir dort denken. Dann kommen wir mal das nächste Gebet, das ist das vierte Gebet. Und das ist auch ein langes Gebet. Und das hat viel Dollar mit dem Sabbat mit dem Sabbat zu tun und so weiter. Und so, ich würde das einfach überlesen. Und dann, wenn ich das übergelesen habe, dann dürfen wir noch Bemerkungen merken über das. Und so, dann dürfen wir ein bisschen gucken, was Gott Jesus das dann sein wird. So, das vierte Gebet. Gedenke deines Sabbatstages, dass du ihm heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, nach deinem Sohn, nach deiner Tochter, nach deinem Knecht, nach deinem Mann, nach deinem Vieh, nach deinem Fremdling, der in deinen Türen ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr gemacht, Himmel und Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Was sagt an diesem Gebötchen? Dann könnte ich nicht halten und denken, dass die Pharisäer, die haben ein Doll gesagt über den Sabbat. Und Gott sagt Jesus in diesem Gebet, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten. Und wenn ich denke an diesem Gebet oder an das Sabbat und so weiter, dann worum denke ich dann an Jesus? Das ist für wen? Aus Jesus, du bist dort den Pöttel, wo der Hand kam, und das Mond in seinem Bad wir, und er liegt im Bad, er war ganz krank, und Jesus da am See dort, worum er hier, da nicht irgendwo dann nennen würde, ich kann sehen, ich kann da dort verarmen und so weiter, und dann wird Jesus zu den Mond sehen, das hat mir einmal war, schiert mir das an. Er sagt, nimm die, steh ab, nimm den Bad und geh in den Hüß. Weißt du, die Pharisäer haben ein strenges Gesetz, dort am Sabbat so niemals ein Mann im Bad rein. Never. Und hier ist der Gott, oder ich kann sagen, hier ist der Jesus, kriegt das Gegenteil, als was die Pharisäer aufwenden. Weißt du, sie haben diesen Gebet, ich glaube, sie haben diesen Gebet genommen und einen großen Klampen Gebet in die Bibel tun, und den Menschen dort abgelacht. Und ich denke dort, als das Monischling darb geht, mit seinem Bad, das steht am Arm, oder dreht dort. Ich glaube, die Menschen, die kicken nicht mehr, die gesund geworden wie oder nicht. Was die da ist, kickt mal, der dreht den Bad und Sabbat. Dort wird zu dein. Sie gleich dachten nicht mehr. Weißt du, das ist dort wie von der Ort manchmal, ne? Wenn du mit einem Fremden denkst, dass wir vielleicht nicht ganz gewandt sind, dann reden wir uns so ab, über dort, wo dort Fremde ist, und checken nicht nur das Wackelje. Und ich glaube, was Jesus das passiert bei diesem Mann, die reden sich so ab, dort das Mann, das Bad und dort, sie checken nicht, dass die auf 35 Jahre wir krank gewesen und freuen sich, wie bist du gesund geworden? Oh, wie freuen uns mit dem Mann. No, sie kriegt den Krieg an und sagt, in welchem Wort das Interessante, denke ich, ist, dass Jesus da viel mehr kriegt, dass das jene Spiel und jene Pharisäer gehen. Viel mehr. Und ich glaube, Jesus da hat ganz Mordwahlens. Und wenn er will, kriegt seine so angeschraubte Regeln und was wirklich nicht in Gott sein wird, werden wir, die da rührt. Und hier ist es so, wie Gott sagt, dass wir sollen den Sabbat herrlich hören und so weiter. Na, dann haben wir vielleicht denken, oh, guck mal, wir dürfen finden einen Sinn nach dem Sabbat und so weiter, das soll noch Sinn und sein. Und du gibst das größte Täumisch und Striderien immer von der schon da. Und aber klar, wir dürfen uns gleich über dort streiten, wir dürfen uns gleich lange Täumisch über dort mehr. Ich will das Geld, dass wir von der Kirche dann, dass wir sollen jeder Tag herrlich hören. Wo meine ich mit jeder Tag herrlich hören?
Da meine ich, dass wir wollen jeden Tag für Gott leben. Kein Nein, dass du einen Sinn und dass du einen Sinn nach hast. Kein Nein. Und wenn wir dachten, sie sagen, wo wir uns fremden, dann werden wir dachten, sie sagen, wo wir uns fremden, wo wir Gott danken. Aber ich glaube, von der ersten Tag, kijk, wie viel Dollar das nie Gebet, nie Testament, das tät nicht so sein, ab diesem Dach, buben, rampieren. Und wir sehen dort, dass Jesus dort viele Dinge, dort hat krank ab dieser steht, die waren verfällt, als ob das sie irrt wären. Was wie Jesus dort sein dann als, nur das Gebet, nur dann sagt er, du sollst nicht ein Wort dörne den sehen, nicht nur deine Tochter, nicht nur deine Knecht, nicht nur deine Macht, nicht nur ein Stück Feuer, nicht ein Fremdling. Und wollt ihr nur ein Stück Feuer? Even Jesus sagt, was würdet ihr denn, wenn Bürger wie ein Riefer, ein Loch nach ihr kämpft? Würdet ihr den Ried haben oder würdet ihr wachen? Was würdet ihr denn? Even du, was Jesus, die Challenge, die jahre andere Menschen. So wie sein das, dass das Gebet, wenn wir das zu Tod nehmen, denn, der Anhalt ist von dort Ganze, dort wir wollen klar haben, dort wir herrlich für Gott leben, und ich denke das jeder Tag. Dort wir arm zu ihr leben, dann, jeder Tag. Und wir wollen noch an unsere Dinge Bescheid. Und wir wollen noch einen Tag, dass sie sagen, wo wir den Herrn loben und preisen, dann. Und von der ersten Tag, da wird es einen Sinn machen. Und wenn ich nicht ordentlich abgefüllt habe, ja, ich studiert was von dort, und das sind ja mehrere Jahre in Trey, aber wenn ich das Reich behalten habe, der, wo wir einen Sinn anfangen, dort hat man zu tun, wo aus Jesus abgestorben wird, das wird der erste Tag in der Werk. Und wo, sie dort, wo die erste Gemeinde dort dann klar merken, dort, wo wir nicht den ersten Tag der Werk Gott geben und danach der unter der schaffen. Und really, das war der Ziel, da hängen wir, dass sie wollen den ersten Tag in der Welt Gott loben. Sie wollen Gott anbeten und dann wollen sie von dir wieder schaffen. Aber ich glaube, das ganz Heiße von dir, was wir wollen hier so denken, ist, dass wir wollen alle, die für Gott leben, weil alle, die heilig sind. Wir wollen alle, die für arm leben und wollen du sein für arm. Und ich wünsche, dass wir können, weil wir uns nicht bloß um Strierie, viel Dollar kicken sollen, der ganze Anhalt von diesem Gebet. In Luther wollen wir noch viel mehr sein von diesem Unterpart von den Gebeten. Du sagst noch sehr interessante Dinge von diesem Gebeten, Ben. Aber was wir sagen dann, ist eben sogar hier. Dort holen sich nach alle am Lauf. Dort ist der erste, so wir sagen über das vierte Gebet und die erste drei Gebeten. Dort holen sich an, dass wir wollen Gott laufen von ganzem Herzen. Eben sogar das vierte Gebet. Dass wir auch Gott wollen laufen von ganzem Herzen. Ich glaube, wir wollen ein paar Jesus dort so dann Luther von der und dann wollen wir der andere Gebeten übergehen in den Luther da. Da war uns auch das Hauptmein zum Beten. O mein Herr Gott vor dem Himmel, wir freuen uns, du wirst uns sehnen, dass du dich bei uns sein, bewahre dir uns Herr. Herr, ich bete, du wirst uns halten, mehr und mehr verstehen von deinen Gebeten. Halt uns, die sollte verstehen, als was du dir meinen lässt. Und nicht bloß, dass wir würden so viel der Pharisäer sehen. Sie nehmen Dinge selbstverständlich in deinem Dall gesagt habe, und dass wir bloß ein schwerer Denk haben. Und ich bete, Herr, dass du wirst uns sehnen, wirst du mit uns sein. Und ich bete, Herr, dass du wirst uns auch mehr und mehr Weisheit geben. In Jesu Namen. Amen.